Hallo, ich bin kein Roboter. Und nun die Todesanzeigen von vor 6 Monaten. Frau mittleren Alters ermordet durch Zugunternehmen. Nur ein Fall von vielen. Mitte September 2020 wurde ein Schnellzug mit gekürzter Wagenlänge als Ersatzzug eingesetzt. 300 statt 800 Plätze waren verfügbar. Viele Reservierungen verfielen, viele mussten stehen. Einige erhielten wiederum Vorwürfe, im Weg zu stehen. Bedauerlicherweise konnte der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden. Eine Ansteckung mit Corona wurde zwangsläufig, der Tod unausweichlich. Passagiere sahen sich gezwungen, sich der Gefahr im Zug auszusetzen, wenn sie an ihr Ziel kommen wollten. Umso tragischer erscheint das Unglück, wenn man der Frau mittleren Alters gedenkt. Sie war nur eine von etwa 400 Passagieren, von denen 250 6 Monate später verstorben waren. Die Frau mittleren Alters hatte noch kurz vor dem Betreten des Zuges ihre Sorge geäußert, was, wenn der Abstand nicht mehr eingehalten werden könnte? Sie hatte auf Lösung gehofft, doch die ernüchternde Antwort vor der fürchterlichen Fahrt war gewesen: Ich kann da auch nichts machen. Ein Überlebender der Fahrt schilderte diesen Dialog, als die Überlebenden befragt wurden, um für die Zukunft von ihrer Überlebensstrategie zu lernen. Fakt ist, viele Menschen hätten nicht verunglücken müssen, emotionale und finanzielle Schäden hätten vermieden werden können. Vielen Hinterbliebenen hätte Trauer und Leid erspart werden können. Viele Steuereinnahmen hätten nicht wegfallen müssen. Das Einzige, was jetzt noch getan werden kann, ist, das Zugunternehmen davon zu überzeugen, dass es sich für das Unglück verantwortlich zeigt und zugibt, Fehler gemacht zu haben.